Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Rudi mit einem weiteren Guide zu Detroit Become Human. Heute geht es um die Trophäe Abweichler gefunden im Kapitel Partner. Und zwar müssen wir mal wieder ein Verbrechen aufklären und haben hier insgesamt 10 Beweise zu finden in der Wohnung, die wir uns alle genauer anschauen müssen, um dann den kompletten richtigen Tathergang zu rekonstruieren. Und wenn wir dazu in der Lage sind, das zu machen, und ja, ich weiß nicht, also sagen wir mal so, das Zeitlimit ist sehr, sehr groß. Ihr könnt euch also wirklich ganz in Ruhe in der Wohnung umsehen, ganz in Ruhe eure 10 Beweise sammeln und dann müsst ihr eurem Partner Bericht erstatten und das solltet ihr halt einfach korrekt machen, damit ihr ihm wirklich den korrekten Tathergang beschreibt, denn das gibt euch dann die Möglichkeit, weiter nach dem Täter zu suchen. Nur, also, ist ganz, ganz einfach. Also, ist wirklich nicht schwer, das Ganze zu machen. So, jetzt gehen wir hier hin, erstatten ihm Bericht und haben dann halt die 3 verschiedenen Antworten, die wir geben müssen. Erstmal, das Ganze begann natürlich in der Küche. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Und zwar mit dem Schläger. Sehen wir hier schön in der Tatrekonstruktion. Und dann strach der Android auf das Opfer ein. Naja, 28 Stiche haben wir ja auch am Opfer gefunden. Das ist dann die 3. notwendige Option hier. Versucht sich zu verteidigen, ja. Und was geschah dann? Das Opfer floh dann. Ins Wohnzimmer. Ins Wohnzimmer haben wir hier natürlich noch weiter, dass er halt ins Wohnzimmer geflohen ist. Das war die 4. Option, sorry, hatte ich ihm gerade ganz vergessen. Klar, waren ja 4 an der Zahl. Nicht nur 3. Und er wollte dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer. Und dann mit dem Messer. Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Tyrium. Er verlor was? Tyrium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. So, und jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, den Abweichler zu finden. Dafür schauen wir uns in der Wohnung um, folgen hier diesen blauen Blutspuren bis zu dieser Dachluke. Da werden wir dann hier sehen, die Dachluke, und da ist dann auch noch ein Händeabdruck. Jetzt schnappen wir uns hier noch aus der Küche einen Stuhl, um auf den Dachboden klettern zu können. Und auch auf dem Dachboden, der ist nicht gerade besonders groß, habt ihr auch wieder ein sehr, sehr großzügiges Zeitlimit. Ich weiß nicht genau, vielleicht auf einem höheren Schwierigkeitsgrad ist das Zeitlimit vielleicht kleiner. Hier ist es also wirklich groß. Stellt den Stuhl hin, klettert auf den Dachboden, findet den Androiden und das war's schon gewesen. Also wirklich eine ganz easy, schnelle Geschichte, aber der Vollständigkeit halber gehört sie natürlich als Video hier auch mit auf den Kanal zur Trophäe Abweichler gefunden. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen, hat euch geholfen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr hier kein neues weiteres Video. Und ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goody. Ich habe mich nur verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrat mich nicht.